Nach langer Zeit gibt es mal wieder ein Video von uns hier mit einer neuen KTM und ich habe den Heinz mit dabei, der erzählt euch ein bisschen was zu dieser neuen Maschine. Ja, grüßt euch, Freunde von Hertram Racing. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, bis mal wieder was auf den Markt kommt von KTM, wo eigentlich eine hohe Nachfrage war die letzten Jahre, die sogenannte 890 SMT. Wird von KTM als Sport-Tourer vermarktet, ist für mich so ein Crossover-Bike mit dem Motor der 890 Duke, hat aktuell 105 PS, 100 Newtonmeter Drehmoment, was auch noch entscheidend ist. Die Sitzhöhe ist etwas höher natürlich als bei der Duke, wir sind hier bei 860 mm. Und was auch wichtig ist für die Österreich-Fahrer, wir liegen hier bei 88 dB Standgeräusch, also kein Problem in Österreich. Ja, vollgetankt, Gewicht, nicht Leergewicht, nicht Trockengewicht, vollgetankt 210 Kilo, finde ich persönlich ansprechend vom Gewicht her, ist ein sehr attraktives Fahrzeug in diesem Segment. Die Federwege, wen es interessiert, 180 vorne und hinten, es sind also 20 mm weniger als bei der 98 Adventure. Die Reifendimensionen sind straßentauglich, also ein Straßenreifen mit 17 Zoll. Vorne 120, 70 und hinten 180, 55, 17. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Wir haben hier bei diesen Modellen jetzt von KTM den sogenannten Demo-Modus. Das heißt, alle Softwaremöglichkeiten, die es gibt, sprich Trackpack, der Quickshifter, die Motorschleppmomentregelung, ein Trackpack mit einstellbarer Traktionskontrolle und eben den Tempomaten sind hier freigeschaltet bis zum ersten Service. Und dann kann der Kunde entscheiden, möchte er was von halten oder nicht. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Das Fahrzeug ist ab sofort bei uns verfügbar als Vorführer. Das ist unser Demo-Bike. Und Bestellungen können wir natürlich schon annehmen. Wir haben noch einige Fahrzeuge frei. Einige sind schon weg. Wir kriegen aber jetzt im Mai, spätestens Anfang Juni, noch einige. Wer Interesse hat, kann sich bei uns melden. Auch zu weiteren Fragen, Infos dazu, würde mich freuen. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Heinz. Super, danke Heinz. Ich mache mal kurz einen kleinen Aufnahme, man die mal gesehen hat. Vorne ist nämlich der Supermoto-Fender mit dabei, eine kürzere Scheibe, wie ihr das alles so seht. Ja, und dann, wie Heinz sagte, freuen wir uns auf euren Besuch. Bis zum nächsten Mal.